Ein kurzes Statement. Ich bin seit 30 Jahren selbstständig. Ich habe jetzt die dritte Wirtschaftskrise, ne? Das ist die dritte, die ich miterlebe. Ich habe noch nie Mitarbeiter aus wirtschaftlichen Gründen entlassen. Wir haben keine Förderung und keine Zuschüsse beantragt, auch in dieser Krise nicht. Es gibt bei uns keine Kurzarbeit oder Kurzarbeitergeld. Das gibt es bei uns alles nicht. Weil ich mir sage, das ist die Verantwortung des Unternehmers, auch gegenüber nicht nur seiner Familie, sondern auch gegenüber seinen Mitarbeitern. Die letzten 10 Jahre, bei allem Respekt, aber die letzten 10 Jahre ging es wirtschaftlich immer nur hoch. Und wenn du die letzten 10 Jahre gutes Business gemacht hast, gratuliere, wunderbar. Wenn es jetzt ruckelt, wenn du jetzt gerade du bist ja nicht von dem Virus und auch nicht den Auswirkungen des Virus, sondern den Entscheidungen der Politiker betroffen. Wenn es nicht funktioniert gerade und du in großen Schwierigkeiten bist, dann liegt das an dir, weil du nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hast in den letzten Wochen oder Monaten. Ich kann jetzt hier mal einen auf dicke Hose machen, bei allem Respekt. Aber meine Dienstleistung, meine Kerndienstleistung ist verboten worden. Über mehrere Monate war es nicht erlaubt, Seminare zu machen. Und trotzdem haben wir unseren Umsatz gesteigert in der ersten Jahreshälfte. Zweistellige Prozentzahl gesteigert. Weil Darwin hat damals gesagt, nicht der Größte, nicht der Stärkste überlebt, sondern die Spezies, die sich den Umständen entsprechend am besten anpasst, überlebt. Du musst dich anpassen. So, und mein Appell an dich als Selbstständiger, als Unternehmer oder als Führungskraft ist, wenn du die Ergebnisse, die du jetzt hast, die hast du, weil du das tust und das denkst, was du jetzt gerade machst. Wenn die Ergebnisse für dich unbefriedigend sind, dann brauchst du etwas anderes auf deine Festplatte. Du brauchst neue Impulse, neue Ideen, um neue Entscheidungen treffen zu können, die besser sind als die, die du die letzten Wochen oder Monate getroffen hast. Und deswegen ist es gut, dass du dieses Video siehst, dass du es jetzt immer noch siehst oder den Podcast hörst. Und das ist der Appell, verkriech dich nicht unter der Bettdecke, sondern geh raus, sprich mit anderen, sprich mit denen, die nicht rumjammern, sondern die Lösungen gefunden haben für ihr Unternehmen. Werd dir deiner Verantwortung bewusst, die du hast als Unternehmer gegenüber deinen Mitarbeitern und deinen Angehörigen. Das ist die Botschaft. Und dafür brauchst du andere Leute um dich herum, du brauchst neue Impulse, du brauchst neues Wissen. Ja, an der Stelle pitche ich natürlich auch gerne meine Seminare, weil du dort diese Leute triffst und auch neuen Input kriegst. Extrem wichtig. Die Ergebnisse, die du jetzt hast, hast du, weil du das tust und das denkst, was du gerade machst. Willst du andere Ergebnisse, musst du anders denken und andere Dinge tun. Und wie soll das gehen, wenn du keine neuen Impulse von außen kriegst? Ich empfehle dir, komm auf meine Seminare. Ich empfehle dir, guck dir meine Online-Kurse an. Die sind so wertvoll, gerade jetzt in schwierigen Zeiten. Der meistverkaufte Online-Kurs, den wir gerade haben, ist Krise Masterplan, wo es darum geht, okay, was könntest du tun? Unser meistverkaufter Online-Kurs. So, wir werden alles verlinken. Nimm diesen Appell mit.